Hallo zusammen. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie immer. Aber heute bin ich tatsächlich auch inspiriert, es sofort zu teilen, weil, ja, wenn die Gedanken da sind, wenn sie frisch sind, wenn sie einen begeistern, dann haben sie eben auch noch eine Energie. Und ja, wie ihr seht, gute Gedanken kommen unter der Dusche. Ich habe gerade meine Haare gewaschen und ehrlich gesagt, ja, habe ich mir gedacht, müsste ich meine Haare zuerst föhnen und so weiter und so fort, bis ich hier live gehe. Aber ich habe das einfach jetzt so gemacht und versuche eben auch wirklich die Dinge inspiriert zu machen, genauso wie mein ganzes Leben. Ich versuche mein Leben aus meinen Inspirationen heraus zu kreieren und weniger aus meinem Kopf. Weil jedes Mal, wenn man eine Idee hat, dann tendiert man eben dazu, diese Idee, ja, so lange durchzudenken, durchzukauen, bis man 100.000 Gründe hat, um die Idee nicht weiter zu verfolgen. Und das ist genau das Thema, über das ich heute sprechen wollte. Und jetzt schaue ich nur ganz kurz. Ich möchte es noch schnell teilen, dieses Video in der Gruppe. Und zwar, Ja, ich habe es genau das. ja, die Technik, aber ich werde es schaffen. Genau, also, es klappt ja wunderbar, wenn man es mal richtig gemacht hat. So. Also, ja, und zwar das Thema, wie ihr es schon seht, was muss ich tun, damit ich? Wie oft fragt ihr euch das? Wie oft denkt ihr darüber nach? Wie oft stellt ihr euch diese Frage? Was muss ich tun, damit ich mich besser fühle? Und zwar tun, T-U-N. Und was muss ich tun, damit ich gesund werde? Was muss ich tun, damit ich reich und erfolgreich werde? Was muss ich tun, damit ich genügend Geld habe? Was muss ich tun, damit ich glücklich werde? Also immer tun, 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 tun. Und tun ist genau das Falsche. Ich kann nicht anfangen mit dem Tun. Oder was muss ich tun, damit ich mich besser fühle? Ja, ich kann in den Wald gehen, ich kann spazieren gehen. Okay. Aber eigentlich gehört davor, bevor ich tue, noch eine ganze Menge anderer Dinge. Und zwar, was muss ich denken? Was muss ich glauben damit? Das ist so ein viel besserer Satz. Das ist so ein viel unterstützender Satz. Das ist ein viel unterstützender Gedanke. Oder wenn du fühlst dich jetzt nicht wohl, du hast Angst oder du machst dir Sorgen, du hast ein Problem, andere in deiner Nähe haben ein Problem. Und dann fragst du dich immer, was kann ich tun? Oh, was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Das ist gut und nett gemeint, aber es kommt einfach von einem ganz falschen Platz. Und zwar musst du zuerst mal anfangen, eine Atmosphäre zu kreieren, eine Denkweise, eine Gefühlswelt, aus der heraus du dann tun kannst. Und zum Beispiel, was kann ich tun, um dir zu helfen? Das heißt, ich sehe dich als eine Person, die ein Problem hat. Und ich muss etwas, kann etwas, darf etwas tun, damit du kein Problem hast. Ist es wirklich unterstützend, wenn ich einem anderen etwas Gutes tun will, aber gleichzeitig sehe, er ist jemand mit einem Problem. Er ist jemand, der Hilfe braucht. Ist es wirklich unterstützend? Und ich bin der Meinung, und das ist alles meine Meinung und alles, was ich hier auch immer teile, das sind meine Meinungen und ich will einfach nur Inputs geben, um vielleicht Denkprozesse zu ändern, weil alles, was wir denken, das kreiert unsere Welt. Alles, was wir denken und glauben, das ist so. Neville Goddard zum Beispiel sagt, unsere Vorstellungskraft, das ist Gott. Er interpretiert die Bibel danach. Unsere Vorstellung ist alles. Und was wir uns nicht vorstellen können, das kann nicht sein. Und das ist so kraftvoll,
Weil wenn du jetzt jemand anders denkst, oh, wie kann ich dem helfen? Und wirklich meinst, der hat so ein riesengroßes Problem, dann entmächtigst du ihn. Du sagst ihm quasi ungewollt, aber auf energetischer Ebene, du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht. Und das ist nicht hilfreich. Und schon gleich gar nicht, wenn man wirklich helfen möchte, wenn man die Menschen oder die Welt mit diesen Augen sieht, dass man immer tun muss, man muss Medikamente nehmen, man muss etwas bewirken. Da sind wir hier wieder wirklich auf dieser materiellen Ebene, die aber einfach nur ein Ergebnis der energetischen Ebene ist. Und wir müssen versuchen, aus dieser materiellen Ebene hier zu ziehen und zu drücken, zu machen, aufzuhören und im Energetischen anzufangen. Und das fängt damit an, dass ich mir die andere Person vorstelle, wie sie ihr Problem schon gelöst hat. Das kann ich für die andere Person tun, wenn ich jemand anders helfen will. Und natürlich auch für mich. Ich muss mir vorstellen können, wie ist es, wenn mein Problem gelöst wird. Wie, auch wenn ich brauche nicht die Lösungen, aber ich brauche das Gefühl der Lösung. Ich brauche die Vorstellung, dass es eine Lösung überhaupt gibt. Und zwar ohne Begrenzungen und ohne Bedingungen. Kann ich sagen, ja, das geht nur, wenn du das und das machst. Oder ich kann nur reich werden, wenn ich viel arbeite. Oder ich kann nur erfolgreich sein in meinem Business, wenn ich das und das tue. Oder überlegt mal, was ihr für Bedingungen in euer Leben reintut und damit den Raum der unbegrenzten Möglichkeiten einfach so klein macht. So klein, dass es einfach so viele Möglichkeiten gar nicht zu euch kommen können, dass so viele Möglichkeiten gar nicht sich manifestieren können, weil ihr sie gar nicht erlaubt. Ihr seht sie nicht, er erlaubt es nicht, weil euer Regelwerk das Ganze einschränkt. Und das ist eben auch so, wenn man für andere Leute Intentionen hat, oder? Wenn ich will, dass es jemand besser geht, dann kann ich nicht drüber nachdenken, wie ich sein Problem lösen kann oder was ich für ihn tun kann, damit dieses Problem gelöst ist, sondern ich muss ihn zuerst wahrnehmen können, ich muss ihn spüren können, ich muss ihn sehen können als Mensch, der dieses Problem schon gelöst hat. Und aus diesem energetischen Zustand kann ich dann vielleicht das Richtige sagen, das Richtige beitragen. Vielleicht kriege ich die richtige Idee und so weiter und so fort. Aber dann ist es auch wirklich das Richtige, weil es aus dem Zustand der Lösung herauskommt, aus dem Zustand, dass alles schon gut ist. Und diesen Zustand erhöhe ich dann und beschleunige ich dann und den füttere ich dann, diesen Zustand der Lösung des Guten für den anderen, des Guten für mich in der Beziehung mit dem anderen, aber nicht das Problem und auch nicht die Vorstellung, dass ich etwas tun muss. Das ist aus der Aktion anfängt. Es wird Aktionen geben. Es wird Aktionen geben müssen, natürlich, weil wir leben ja hier in dieser materiellen Welt. Aber welche sind denn die richtigen Aktionen? Aber es sind eben nicht die richtigen Aktionen, die aus dem Problem raus entstehen und wo die uns antreiben und die vor allem aus dem Raum der vergangenen Lösungen entstanden sind, oder? Ja, früher habe ich das so gelöst und der hat das und das so gemacht und so muss man das machen. Aber das ist nicht so, weil das Leben ist schon so komplex und wir können es nicht erfassen. Und wenn wir einfach aufhören, das auch versuchen zu erfassen, Unendlichkeit, wer kann unendliche Möglichkeiten erfassen? Unser Gehirn kann es einfach nicht. Es kann nicht mal der Computer. Selbst Computer ist begrenzt im Vergleich zu den unendlichen Möglichkeiten, die existieren. Und das müssen wir einfach mal in unsere Lebensphilosophie, in unser Weltbild hereinpacken, dass wir diese Begrenzung aufhören zu leben und aufhören, uns selber zu begrenzen. Und auch fürs Thema Heilung, was viele beschäftigt, oder?
Ja, ich muss das und das machen und das hat ja dem geholfen und der hat mir gesagt, aber wir wissen noch überhaupt nicht, was der alles geglaubt hat, an was er geglaubt hat. Wir kennen nicht das Weltbild dessen, der geheilt worden ist. Wir wissen nicht, wie er funktioniert hat. Wir wissen nicht, was er gefühlt hat, als er das gemacht hat. Die Therapie oder auch keine Therapie. Wir wissen nicht mal, was andere in den Meditationen machen und tun. Und das soll uns doch auch egal sein, weil wir brauchen doch nicht etwas außerhalb oder was andere gemacht haben als Referenzpunkt. Wir haben unseren eigenen Referenzpunkt und das sind unsere Gefühle und das sind unsere Emotionen und das genügt, um zu wissen, ob wir etwas richtig machen oder ob wir auf dem Holzweg sind. Wenn es schwer ist und sich schlecht anfühlt, das ist der Holzweg. So einfach ist es. Es ist nicht kompliziert. Wenn sich's gut anfühlt, wenn sich's unterstützend anfühlt, wenn sich's als Fülle anfühlt, wenn sich's glücklich anfühlt, einfach alle höheren Emotionen, dann ist es der richtige Weg. Ob dem vorher schon mal einer so gegangen ist oder nicht, bestimmt nicht, weil jeder von uns ist individuell. Jede Sekunde sind wir individuell. Jeder Moment, wir haben unterschiedliche Realitäten. Obwohl wir jetzt im Moment scheinbar in der gleichen Realität sind. Aber was ihr seht oder die, die jetzt zuschauen, sehen, was ich sehe, wahrnehme oder ein anderer, der zuschaut, das ist wie ein eigenes Dia. Das ist für jeden anders. Und das müssen wir uns verdeutlichen. Und wir müssen nicht andere ins Boot holen in unser Dia. Das wird uns nie gelingen. Wir sind alleine. Und wir sind diejenigen, die unsere Realität projizieren, da macht kein anderer irgendetwas, was nicht aus uns heraus entsteht. Das ist Fakt. Ob es uns gefällt oder nicht, es gibt niemanden, dem wir die Schuld zuschieben können oder verantwortlich machen, weil er etwas gemacht hat. Es ist immer unsere Wahrnehmung, unsere Aufmerksamkeit von allem anderen. Und das macht uns so kraftvoll. Das macht uns so powervoll. Niemand hier muss irgendetwas tun oder erleiden, was er nicht freiwillig sich erdenkt und erfühlt. Ich weiß, ich bin krass, aber für mich ist das die Lösung gewesen. Für mich ist das die Lösung gewesen in ein glückliches Leben, in ein Leben, wo ich mich eben nicht mehr als Opfer gefühlt habe und wo ich erkannt habe, wie schön das Leben ist und wie wunderbar es ist und wie viel es Spaß machen kann, wenn ich so viele Gedanken einfach streiche aus meinem Repertoire und vor allem auch denen nicht mehr nachgehe, sondern sage, okay, ich habe jetzt Lust drauf, ein Facebook Live zu dem Thema zu machen. Ist mir egal, wie meine Haare aussehen. Ist mir egal, was ihr alle denkt. Ihr könnt es ja ausschalten. Niemand muss mich wahrnehmen, wenn es sich für ihn schlecht anfühlt. Es ist jeder selber schuld. Und genauso ist es für jeden draußen im Leben. Wir sind echt der Mittelpunkt unseres Lebens. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass das Universum so funktioniert und dass wir unsere Verantwortung annehmen dürfen und übernehmen dürfen und aufhören dürfen, uns das Leben so schwer zu machen. Deswegen, ja, meine Vorstellung wäre einfach die oder mein Tipp wäre, wenn ihr ein Problem habt, für das eine Lösung sucht, schaut das Problem kurz an, sucht die Lösung. Aber nicht im Detail, nicht genau wie, sondern wie wäre es, wenn die Lösung schon eingetreten wäre? Wie würde ich mich fühlen? Wie würde ich mich in Beziehung zu anderen fühlen? Wie würde ich mich in Beziehung zu mir selber fühlen? Wie würde ich mich in Beziehung zum Leben fühlen? Einfach diese Lösung. Und dann schwelgst du in dieser Lösung. Du hast die Lösung schon kreiert. Sie ist irgendwo ein Bewusstsein, eine Realität, nenn es eine Box, eine Schachtel, was auch immer, hier in dem Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Die gibt's. Es gibt alles schon. Du musst dich nur damit verbinden. Und dort sind die Lösungen drin. Dort in der Box mit den Lösungen sind die richtigen Handlungen drin, die du machst. Aber nicht in der Box mit dem Problem. Und die Lösungen, die da drin sind,
in der Lösungsbox, in der gelösten Realität, zu denen hast du Zugriff auf energetische Weise, wenn du verbunden bist mit der Lösung. Aber solange du hier noch schwelgst und verbunden bist mit dem Problem, dann hast du keinen Zugriff auf die richtigen Handlungen. Dann machst du problemorientierte Schritte, Taten. Dann machst du halt das, was du in der Vergangenheit von dir selber oder von anderen gelernt hast. Aber das, die Aha-Lösung, die Lösung, der Lösungspunkt, der ist hier drin, der ist im Lösungsbewusstsein, der ist in der Lösungsbox, der ist in der Lösungsrealität drin. Und da musst du reinkommen, damit du es spürst, damit du die Inspiration kriegst, damit du, keine Ahnung, es kann ein Buch sein, es kann ein Zeitungsartikel sein, es kann ein Gespräch mit irgendjemandem sein, aber es kann auch ein Geistesblitz sein. Das ist es. Das muss ich jetzt machen. Das bringt mich einen Schritt weiter. Und so dort weitergehen, in der Lösung weitergehen. Da ist es lustig, da macht's Spaß, aber im Problem und in den vergangenen Lösungen, die vielleicht für andere funktioniert haben, weiterzugehen, das limitiert. Deswegen, einsteigen, aussteigen und wieder einsteigen. Aussteigen aus den Limitierungen und einsteigen in den Raum der unbegrenzten Möglichkeiten und da leben, jeden Tag. Und dann wird's lustig und dann macht's Spaß. Und dann entstehen Geschichten, wo wir sagen, wow, das ist ein Wunder oder wow, wie hat er das geschafft und so weiter und so fort. Aber es gibt sie. Und es gibt sie nur für die nicht, die in den Lösungen, in den Problemen bleiben und nicht in die Lösung gehen wollen. Es geht nicht irgendwie, ja, der darf das und der kann das und der hat genug und der ist so und so. Nein, der einzige Unterschied ist, bist du im Lösungsbewusstsein oder bist du im Problembewusstsein? Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten hat jeder die gleichen Ressourcen. Er muss einfach nur dort sein, wo er sie anzapfen kann und kann nicht einfach dort sein, wo sie nicht sind. Und das ist der einzige Unterschied und das trennt A von B. A hat es geschafft, B schafft es nicht. Warum? Weil A ist beim Problem, B ist schon bei der Lösung. Und da bleibt er auch. Das ist einfach. Es ist alles so einfach. Wenn man sich's mal überlegt und runterbricht, dann ist es einfach. Es ist simpel, simpel, simpel. Was willst du? Wo ist es? Geh dorthin. Simpel. Also, ich freue mich. Geht alle zur Lösung. Dort ist es lustig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.